Oh, this was good. Hey! Hey! Jetzt bloß reden, so, das war ja nur ein Bier, wegen dem brauchst du nicht reden, Herr. Wegen dem rehr überhaupt nicht. Na, wegen was rehrst du denn sonst, Herr? Da so, haut's ihm ja gleich alles um, Herr. Brauchst du jetzt nicht randalieren, da. Ich rehr deswegen, weil meine Frau heute da früh zu mir gesagt hat, mein Schatz, weißt du, was das ist, wenn sich ein Jäger Oropax in die Ohren steckt? Und ich sag, keine Ahnung. Da ich sag, Hohlraumversiegelung. Wenn ich sowas rehrst, das muss bei einer Frau gewohnt sein, dass du so redest. Ich kenn den Dreher, nicht? Ich war vorgestern auf einer Jagd, hab auf einen Hasen geschossen, ist ein Treiber da gelegen. Tot. Wie das? Ein Raunschrädel hat ihn gestraft, nicht? Ein Raunschrädel hat ihn gestraft. Und deswegen stirbt man. Na, wegen dem nicht, aber aufbrechen hätte ich nachher nicht dürfen, nicht? Aber sag einmal, was hast denn du da für Glasl? Sicher das Bessere als deinige. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du hast nämlich ein super Glas. Ich war vorige Woche bei dir im Zillertal, war ich auf dem Hochstand oben, habe ich runtergeschaut ins Tal, habe ich beim Wirtshaus durchs Zimmerfenster geschaut, habe ich gesehen, dass die Kölnerin gerade mit einem Trim hat. Das ist ein Glas, mein Lieber. Siehst du, wenn du mein Glas gehabt hättest, hättest du gesehen, das ist wo. Du, Franz, sag einmal, wenn du noch einmal geboren würdest, ja, wenn du gestorben bist und du würdest wiedergeboren, als was möchtest du wieder auf die Welt kommen? Als Hirsch. Zweimal das Gleiche geht nicht nach. Nein, nein, nein. Ja. Du bist kein Hirsch, du bist ein Affe. Apropos, da kommt einer in den Himmel laufen. Petrus macht auf, sagt er, was willst du, mein Sohn? Was will ich? Eine. Ha, so einfach ist das nicht. Da drüben sitzt ein Affe, den musst du zuerst zum Lachen bringen, nachher zum Weinen und nachher musst du den Käfig reinbringen. Ja, wenn es ist nichts ist. Schon mal noch dem Affen was ins Ohr geflüstert, der hat sich gebogen vor Lachen. Dann hat ihm wieder was ins Ohr geflüstert, dann hat er geweint, dass ihm die Tropfen rausgeschossen haben aus den Augen. Aber hat ihm wieder was ins Ohr geflüstert, dann ist der Affe in den Käfig rein, hat die Tür zugerissen, rausgeklangt, zugespart und den Schlüssel geschluckt. Aber hat der Petra gesagt, das ist mir noch nie passiert, bitte, was hast du dem Viech gesagt? Er hat gesagt, Herr Petras, als erstes habe ich ihm gesagt, dass ich bei der ÖBB arbeite. Nachher habe ich ihm gesagt, da, was ich verdiene. Und nachher habe ich gesagt, dass wir noch Leute suchen. Sag einmal, jetzt ist ja Faschingszeit, also warst du heuer schon auf einem Maskenball? Nix, viel zu gefährlich. Ja, das denke ich, das kann ich verstehen. Aber eine Freundin von meiner Frau, also die beste Freundin, die hat jetzt im November hat's ein Kind gekriegt, hat gleich nach der Geburt meine Frau gerufen, hat gesagt, Gabi, so heißt nämlich meine Frau, gell? Also Gabi, du kannst dich auf dem letzten Maskenball noch auf den Chinesen erinnern. Du, der war gar nicht verkleidet. Aber deswegen habe ich das nicht gesagt. Bei uns ist was passiert. Bei uns hat ein Ehepaar ausgemacht, sie gehen miteinander Maskerball. Und jetzt hat er am Faschingssamstag sie dann Kopf gekriegt. Und ich sage, weißt du, mein Schatz, mit Kopf, Maskerball muss ich nicht haben. Geh du allein. Jetzt hat er sich dann das Kostüm umgelegt, Maske aufgesetzt und war weg. Und nach einer Stunde hat sie sich dann überlegt, dieser Schlawiner. Verkleidet, dass ihn kein Mensch kennt und ich nicht dabei. Wundern tat mich schon, was der aufhört. Kopf hin, Kopf her, ich gehe jetzt auch Maskerball. Aber ich lege mit Person, was er nicht kennt. Gesagt, getan, geht auf den Maskerball, hat ihn ja sofort entdeckt, weil das Kostüm von ihm hat sie ja gekannt. Jetzt hat er mit jeder geflirtet. Jeden Tanz hat er getanzt. Jetzt hat sie sich ein bisschen zugemacht. Ist ja mit ihr dann auch tanzen gegangen. Und beim Schleicher hat sie ihm dann ins Ohr geflüstert. Schatzi, wie schaut's denn aus? Ich bin so rollig heute. Also, kein Wort hat er gesagt, kein Wort, nur so.
Dann sind sie in den Nebenraum um und da hat er sein Bestes gegeben. Und sie ist dann vor Mitternacht von dem Maskieren schon wieder heim, Kostüm versteckt, ins Bett gelegt, warten, bis er kommt. Um 4 Uhr der Früh ist aufgekommen. Und Schatzi, wie war's? Vergiss du. Vergiss. Nicht einen einzigen Tanz und nicht macht. Ohne die macht's mir sowieso keinen Spaß. Es ist ein Schass. Bei einigen habe ich schon meine Kartenbrüder getroffen. Da haben sie ins Hinterzimmer reingesetzt, die ganze Nacht Karten gespielt. Die sagt er, ein Schass was. Aber lass dir erzählen, wie es dem Hans gegangen ist. Weil den habe ich mein Kostüm gelichen. Ich sag dir was, Franz, es war ja schon nett jetzt da mit dir, aber ich muss wieder gehen, gell? Was hast du schon für einen Stress? Ja, ich hab noch einen Fahrschulkurs. Was? Fahrschulkurs? Was machst du denn? Ja, Busführerschein muss ich machen. Was, du, wie alt bist jetzt du? Ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun, aber vorige Woche hat mir ein Polizist aufgehalten, hat er mir angeschaut, der Gröbling, für sie ist es besser, wenn sie in Zukunft mit Bus fahren. Okay. Aber schauen wir, dass wir den letzten Booster denn. Na gut, dann gehen wir nicht.